Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Trading by FIFA Allstars. Ihr habt es vorher schon gesehen. Ich habe dem Kilian, glaube ich heißt der, 5 Spieler abgekauft. Damit hat er seine 20.000 Münzen auch bekommen, die ich letztes Mal verlost habe. Und diesmal gibt es leider keine Verlosung, weil ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht die Münzen dann am Ende als eines verlose. Also als ein großes Giveaway für euch, damit einer eine richtig große Summe abstauben kann. Ich denke, das ist so besser, also ich werde es auf jeden Fall so machen. Und ja, Freunde, jetzt schauen wir uns gleich mal die heutige Trading-Methode an. Das ist noch der Spieler, den ich vorher gekauft habe und die ist richtig, richtig gut. Also die ist echt exzellent, die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einem Trading-Video. Aber ich wollte sie euch einfach nochmal zeigen, weil sie einfach exzellent funktioniert. Also, ihr sucht Stürmer im zentral-offensiven Mittelfeld, zentralen Mittelfeld oder zentral-defensiven Mittelfeld. Mittelstürmer geht auch. Und dann sucht er eben Schnäppchen sozusagen. Hier zum Beispiel 3.100, können wir da locker drauf bieten. Wir sehen schon, 5.500 ist der günstigste. Und wenn er zum Beispiel einer für 4.000 drin wäre, dann würden wir uns den auf jeden Fall direkt holen. Hier 4.500, den könnte man sich mitnehmen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wir nehmen ihn einfach mal mit. Stellen ihn dann für 6k oder so rein. Ihr dürft ihn wirklich nicht zu überteuert reinstellen. Also falls jetzt... Ja, okay, 6k ist sogar der Maximumpreis. Also falls jetzt irgendwie... Wie soll ich das sagen? Falls dein Spieler... Ja, wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Ach, vergesst es einfach. Wir haben jetzt einfach Dumbia geholt und würden damit dann auch schon einen Gewinn von über 1000 Münzen machen. Das ist auf jeden Fall auch eine richtig coole Sache. Und hier können wir sehen, 5300, da geht nicht wirklich was außer beim Bieten. Also da könnt ihr wirklich immer drauf bieten, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Das Ganze könnt ihr mit Spielern machen, die einfach nicht allzu viel kosten, also mit Stürmern, die auf jeden Fall unter 10k kosten. Lacazette ZDM gibt es gar keinen, hier haben wir einen für 5000, könnte man sich holen. Ich mache es jetzt aber nicht, weil ich glaube nicht, dass der für über 5000 Coins weggeht. Und von dem her mache ich das lieber mal nicht. Dann schauen wir noch ZOM, vielleicht gibt es da noch ein gutes Schnäppchen. Okay, da gibt es ganz, ganz viele. 4.800 war der günstigste. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. 4.900, 4.800, immer noch der günstigste. 4.400 und da ist nicht wirklich ein Schnäppchen dabei. Man kann dann nochmal schauen, ob man beim Bieten wieder was Gutes kriegt. Naja, okay, da ist der Markt schon sehr überfüllt. Dann schauen wir noch beim Mittelstürmer. Da dürften auch sehr, sehr viele drauf sein. Okay, gar nicht mal so viele. 3.400, das wäre nicht wirklich ein Schnäppchen. Deswegen lassen wir das mal lieber. Dann können wir noch schauen, Ibabo zum Beispiel, der geht auch ganz gut, kann man so sagen. Ibabo natürlich noch als Stürmerversion. Ja, 3.200, das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Den könnten wir dann locker für 4.700 oder so reinstellen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall die Trading-Methode. Falls ihr euch gefällt, lasst gerne jetzt schon einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mehr Trading bei FIFA Allstars sehen wollt, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin ganz ehrlich am Überlegen, ob ich die Serie an sich abschaffe, aber dafür so Trading-Tipps bringe. Also How to Make Coins einfach mit einem anderen Thumbnail und so. Einfach nur, dass diese Serie nicht mehr ist, denn ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, immer dasselbe Thumbnail und so, das ist irgendwie nicht ganz so ansprechend und ganz so attraktiv für die Zuschauer. Deswegen würde ich das eher so machen, dass ich einfach so vereinzelt Trading-Tipps hochlade. Ich denke aber, das dürfte für jeden auch okay sein. Dann schauen wir noch Cavani. Cavani 7000, ja okay, da ist kein Schnäppchen dabei. Im ZM könnte vielleicht ein Schnäppchen dabei sein. 5000, 4500, auch nicht wirklich was Gutes dabei. Dann schauen wir noch im ZOM nach. Vielleicht haben wir da noch einen guten 3600, das könnte ein Schnäppchen sein, 3000, okay, die sind alle so günstig, 2800, okay, da ist nicht wirklich was dabei, dann können wir noch im Mittelsturm schauen und ja, da haben wir 3700 am Start, was haben wir noch, 3000 haben wir hier, das könnte ein Schnäppchen sein, ich lasse es jetzt aber lieber. Also wirklich, schaut wirklich, dass ihr die sehr günstig bekommt. Also wenn jetzt einer, wenn der günstigste für 4000 ist und ihr seht einen für 3700 oder so, kauft ihn auf jeden Fall nicht, sondern erst so, ich weiß nicht, ab einem Gewinn von 1000 Coins. Man kann sich nie sicher sein, ob die auch wirklich gut weggehen, weil sie an eben andere Positionen sind. Ich habe es aber vorher auf meinem Hauptaccount ausprobiert und da ging es auf jeden Fall exzellent. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Transferliste wieder, wenn ich einige Spieler ergattert habe. So, Freunde, ich habe mir jetzt ein paar Objekte geholt. Ihr könnt sehen, 16 Transferobjekte sind auf der Transferliste. Ibabo haben wir schon einmal verkauft, richtig nice. Dumbia ist noch auf dem Transfermarkt. Dann haben wir uns Benteke geholt, Mandzukic, Palacio, Musa, Falcao, Costa, Cherchi, Hernandez. Wen haben wir uns noch geholt? Dumbia, Sturridge, Remy, Tevez und Rodrigo. Ja, Freunde, ich muss dazu sagen, ja, wie soll ich sagen? Also, wir machen pro Spieler 1 bis 2000 Münzen Gewinn. Das heißt, wir haben hier locker 15k Gewinn gemacht und das ist auf jeden Fall das Geilste hier. Also man kann hier richtig guten Gewinn machen, man braucht ein bisschen Glück, dass man noch Spieler findet. Auf der Kandidatliste haben wir dann auch noch 2 Spieler,
Den Remy, den können wir vielleicht sogar bieten. Und den Ramos, den werde ich jetzt nicht mehr bieten, denn das ist schon zu teuer. Und ja, Freunde, auf jeden Fall, die Methode funktioniert einzigartig. Und dann würde ich sagen, stelle ich die Spieler rein und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, da haben wir dann auch schon alle Spieler reingestellt. Dumbia, Musa, Mandzukic, Palacio, Falcao, mit dem haben wir guten Gewinn gemacht. Dann haben wir noch Costa, Cherchi, Benteke, Hernandez, mit dem haben wir auch riesigen Gewinn gemacht. Sturridge und mit Tevez, einmal als ZM, da haben wir auch locker 3.000 Gewinn gemacht. Den habe ich für 3.000, glaube ich, genau gekauft. Also 3.000 Coins ungefähr Gewinn. Das ist auf jeden Fall auch mega nice. Dann Dumbia, da habe ich auch guten Gewinn gemacht. Und das sind auf jeden Fall die Spieler, die wir jetzt reingestellt haben. Und das ist auch die Trading-Methode, falls sie dir eben, eben gefällt. Dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Damit unterstützt auch die Arbeit, die in so einem Video liegt. Und da mache ich vielleicht auch mehr Trading, wenn ihr das eben so sehen wollt. Das sehe ich ja nur an der Statistik und an den Kommentaren. Also schreibt es auch rein, falls ihr mehr Trading sehen wollt. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.